Braids, wie ihr die Haare schön an die Kopfhaut flechten könnt und wie ihr die Strähnen haltet. Ich hoffe, das Video hilft euch und ja, dann geht's auch schon los. Für die Boxer Braids zieht ihr euch zunächst mal einen Mittelscheitel und es ist auch ganz wichtig, dass ihr die Frisur nicht mit ganz frisch gewaschenen Haaren macht, weil dann sind die hier ganz flutschig und dann ist es oft so, dass die Strähnen hier schneller rausrutschen und so bekommt ihr auch nicht so schöne feste Zöpfe hin. Deswegen macht das am besten am zweiten Tag oder wenn ihr die Haare frisch gewaschen habt, dann macht das mit feuchten Haaren. Das ist auch schon mein zweiter Tipp. Sprüht die Haare immer vorher mit viel Wasser an. Das gibt einfach mehr Griff in den Haaren, wenn ihr die Strähnen flechtet. Jetzt zeige ich euch noch schnell, wie ihr hier schönen geraden Scheitel hinbekommt. Dafür kämmt ihr euch die Haare hier einfach mal erst zurück und dann nehmt ihr euch einen Kamm und geht hier von der Mitte und zieht den Scheitel bis zum Hinterkopf. Es ist immer am einfachsten, wenn ihr das hier von vorne nach hinten macht. Und zieht den Scheitel noch nicht weiter runter, das macht ihr dann gleich von der anderen Seite. Auch hier sprüht ihr die Haare gut mit Wasser an. Das verhindert auch, dass ihr beim Flechten gleich so viele fliegende Haare habt. Aber das ist auch besonders wichtig, wenn ihr immer das Problem habt, dass die Strähnen zu locker werden. Es haben uns immer so viele geschrieben, dass wir doch mal zeigen sollen, wie man die Boxer Braids richtig schön fest hinbekommt. Und das wollen wir euch heute mal zeigen. Jetzt geht ihr einfach hier mit dem Kamm noch am Hinterkopf runter. Dabei orientiert ihr euch hier oben an dem Scheitel, wo ihr angekommen seid. Und dann haltet ihr die Haare hier so auseinander, um zu sehen, ob der Scheitel auch schön in der Mitte sitzt. Jetzt bindet ihr euch hier eine Seite mal aus dem Weg und fangt mit der anderen Seite an zu flechten. Sprüht alles gut an und kämmt die Haare nochmal gut durch, dass ihr keine Knüttel drin habt. Jetzt fangt ihr immer an, indem ihr euch hier so eine dreieckige Partie Haare abteilt. Geht einfach hier mit dem Kamm entlang, zieht den so schräg hier runter. Und ich empfehle euch auch, wenn ihr Anfänger seid, nehmt hier schon ruhig eine etwas größere Partie. Ihr könnt dann auch schon ruhig hier hinten anfangen, weil das ist dann einfacher. Ihr habt dann einfach mehr Haare am Anfang. Und diese Strähne teilt ihr jetzt in drei gleiche Strähnen. Und dabei nehme ich die vordere Strähne hier zwischen Zeigefinger und Daumen. Die mittlere Strähne, die klemme ich zwischen Mittelfinger und Ringfinger ein. Und hier die hintere Strähne, die nehme ich einfach hier mit dem kleinen Finger und lege sie so in die Handfläche, dass sie hier so in der Hand liegt. Das ist die hinterste Strähne. Dann kommt der Mittelfinger, der packt die mittlere und die vordere Strähne, die kann ich so packen. Jetzt ist es bei den Boxer Braids ja immer so, dass die Mitte nach außen gelegt wird. Manche sagen auch, die äußere Strähne geht immer unter die mittlere. Aber ich finde es einfacher, wenn man sich merkt, dass immer die mittlere Strähne nach außen gelegt wird. Und dabei wechseln sich die Seiten ab. Ihr legt die Mitte nach rechts außen und nachher legt ihr die Mitte nach links außen. Jetzt fangt ihr an. Nehmt die Mitte, legt sie nach rechts außen. Ich klappe das dabei einfach so um. Und jetzt packe ich wieder nach, indem ich wieder die äußerste Strähne hier in die Handfläche lege. Die mittlere Strähne packe ich wie eben auch mit dem Mittelfinger und die vordere Strähne mit dem Zeigefinger und dem Daumen. Jetzt haben wir eine neue Mitte. Nehmt wieder diese Mitte und legt sie nach links außen. Dabei nehme ich einfach hier die mittlere Strähne und lege sie nach links außen. Und dabei lege ich diese Strähne schon wieder in meine Handfläche, klemme die hier mit dem kleinen Finger fest. Die mittlere Strähne nimmt wieder der Mittelfinger, das kann man sich so ganz gut merken. Und die äußere Strähne nimmt wieder Zeigefinger und Daumen. Das war jetzt schon der erste Schritt. Jetzt müssen wir ja Strähnen dazu nehmen, immer von oben und unten. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Manche Leute nehmen sich zuerst Haare von hier oben und fügen die zu der äußeren Strähne dazu. Jetzt haben wir ja wieder drei Strähnen und jetzt würde man die Mitte nehmen und nach außen legen. Wenn ihr aber Schwierigkeiten habt, dass die Zöpfe
richtig fest am Kopf anliegen, dann würde ich euch empfehlen, nehmt zuerst die Mitte, legt es nach außen und nehmt euch dann erst Haare dazu zu eurer mittleren Strähne. Und das gleiche machen wir jetzt von der anderen Seite. Entweder nehmt ihr euch jetzt hier Haare zur äußeren Strähne dazu. Dabei könnt ihr diese Strähne einfach hier noch mit dem Zeigefinger und dem Daumen packen. Die anderen Strähnen liegen ja hier in meiner Hand. Dann habt ihr hier Daumen und Zeigefinger immer frei, um hier die Strähnen zu packen. Also entweder nehmt ihr direkt eine Strähne zur äußeren Strähne dazu und legt die Mitte rüber. Oder ihr nehmt erst die Mitte, legt sie rüber, sortiert wieder eure Strähnen ganz normal und nehmt euch dann Haare von hier oben. Aber die müsst ihr dann hier zu der mittleren Strähne dazu nehmen. Das geht eigentlich ganz gut, weil ihr habt die mittlere Strähne hier mit dem Mittelfinger gehalten. Da könnt ihr einfach die dazugenommenen Haare noch dazulegen. Das müsst ihr mal ausprobieren, was für euch einfacher ist. Wichtig ist dabei noch, damit die Zöpfe fest werden, dass ihr die ganze Zeit die Hand möglichst nah am Kopf haltet. Also flechtet nicht hier hinten, dass ihr hier so viel Abstand habt, weil dann werden hier die Strähnen auch viel lockerer. Ihr müsst sehen, dass ihr die ganze Zeit mit der Hand ganz nah am Kopf seid. Also meine Finger berühren quasi die ganze Zeit so leicht hier den Kopf. Nehmt ihr euch wieder eine Strähne, fügt die zu der äußeren Strähne dazu, nehmt die Mitte und legt es nach außen. Also ich mache eigentlich immer ganz gerne die Methode, dass ich erst die Strähne einfüge, weil ich habe eh die Tendenz, dass ich ziemlich feste am Kopf flechte. Aber wie gesagt, wenn ihr Schwierigkeiten habt und die Strähnen werden zu locker, dann nehmt ihr, ich zeige es euch noch einmal, erst die Mitte, legt es rüber. Sortiert wieder alles, dass ihr die Strähnen richtig festhalten könnt und nehmt dann von oben eine Strähne und legt sie zu eurer Mitte. Und nehmt vielleicht am Anfang auch nicht direkt so große Strähnen. Wenn ihr hier große Strähnen nehmt, umso lockerer wird der Zopf. Und je dünner hier die Strähnen sind, die ihr immer dazu fügt, desto fester wird auch automatisch euer Boxer Braid. Und wenn ihr das bei euch selber macht, ist die Fingerhaltung eigentlich auch wichtig, insofern, dass ihr euch überlegt, mit welchen Fingern halte ich welche Strähne. Und das müsst ihr die ganze Zeit beibehalten, dann kommt ihr auch nicht durcheinander. Ich flechte jetzt noch mal ein Stückchen weiter, weil dann zeige ich euch das nächste Problem, was oft bei den Boxer Braids auftritt. Wenn ihr jetzt hier an den Hinterkopf kommt, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Zöpfe zu beenden. Wenn ihr jetzt weiter hier Richtung Mittelscheitel flechtet, liegen die Zöpfe hier hinten mehr am Rücken an. Wenn ihr sie mehr hier zum Ohr entlang runter flechtet, habt ihr die Zöpfe gleich am Ende mehr nach vorne rüber hängen. Das müsst ihr euch halt vorher überlegen, was ihr schöner findet. So, gerade hier am Ende haben viele das Problem, dass die Strähnen hier so locker runterhängen und dass sie dann hier so hässlich aus dem Zopf herausgucken. Da gibt es einen einfachen Trick, um das zu verhindern, dass ihr hier am Ende die Strähnen so locker habt. Ich gehe jetzt noch mal ein Stück zurück. So, wenn ihr an den Nacken kommt und ihr habt oft das Problem, dass euch dann hier unten die Strähnen, wie ich es gerade gezeigt habe, zu locker raushängen, dann müsst ihr früher alle Haare mit in euren Zopf packen. Dann habt ihr quasi schon zu weit runtergeflochten, seid schon hier unten im Nacken und habt dann aber noch hier Haare hängen, die ihr einfügen wollt. Dann hängen die nur noch so locker im Zopf. Also müsst ihr hier hinten sehen, dass ihr größere Strähnen dazu nehmt, dass ihr früher alle Haare hier aufgebraucht habt. Und nehmt lieber richtig dicke Strähnen am Ende, endet den Zopf lieber ein bisschen früher, dann fängt er halt hier oben an und geht dann gerade runter. Das ist nicht so schlimm, als wenn nachher die Strähnen locker raushängen würden. Jetzt habe ich hier noch Haare hängen. Wenn ich jetzt mir hier nur die Strähne dazu nehme, werden die gleich locker raushängen. Also nehme ich jetzt einfach alle Haare aus dem Nacken und füge die hier oben schon ein. Und jetzt beim letzten Einschlagen müsst ihr den Zopf auch nochmal die Strähnen richtig feste an den Kopf dran ziehen.
Jetzt endet euer Zopf schon hier oben und hier hängen jetzt auch keine lockeren Schlaufen mehr raus. Jetzt braucht ihr nur noch hier bis unten weiter runter flechten. Falls es aber passiert, dass euch hier immer noch eine Schlaufe raushängt, ich simuliere das mal gerade. So, ich habe jetzt mal hier lockere Schlaufen simuliert und jetzt können wir hier mit einem Bobbypin die Strähne einfach noch nach oben ziehen. Nehmt euch dafür eine Haarnadel, geht hier in eure Strähne, klemmt die hier bis so ans Ende der Haarnadel ein und jetzt geht ihr quasi mit der Haarnadel hier unter euren Zopf und steckt die hier nach oben in euren geflochtenen Zopf ein. Dadurch könnt ihr hier die Strähne wunderbar unter eurem Zopf verstecken. Wenn das jetzt hier drüber immer noch zu locker ist, nehmt ihr eigentlich einfach noch eine zweite Haarnadel, geht nochmal hier unten rein und schiebt die ebenfalls unter euren Zopf. So, ich habe jetzt die Boxer Braids fertig und jetzt gibt es noch ein paar kleine Sachen, die ihr machen könnt, müsst ihr aber nicht. Ihr wisst, ich ziehe immer gerne die Strähnen auseinander, weil die Zöpfe dann ein bisschen dicker aussehen. Wenn ihr das machen wollt, fangt ihr hier unten an zu ziehen, weil wenn ihr hier oben anfangt, habt ihr nicht genug Haare, also nicht genug Luft, um die auseinander zu ziehen. Fangt also immer von hier unten an und zieht hier nur ein bisschen an euren äußeren Strähnen. Gerade bei dünneren Haaren ist das immer eine gute Methode, um den Zopf nachher noch ein bisschen dicker aussehen zu lassen. Einfach hier so die äußeren Strähnen, die zieht ihr hier noch so raus. Wenn ihr dann hier noch Schlaufen habt beim Flechten, dann nehmt euch einen ganz fein zinkigen Kamm, aber ihr könnt den Kopf so ein bisschen kippen und dann geht ihr hier mit dem Kamm entlang und kämmt euch alles hier in Richtung eurem Zopf. Dadurch werden auch Lücken, die sich vielleicht ergeben haben, richtig schön zugedeckt, auch hier unten. Die könnt ihr hier nochmal richtig schön die Haare so in Richtung Kopf kämmen. Und wie gesagt, nach ein paar Tagen Übung wird der Zopf immer schöner. Und gebt nicht auf, wenn ihr am Anfang meint, oh, das wird nichts. Flechtet auf jeden Fall mal bis zum Ende. Zum einen übt das und zum anderen sieht der hinterher meistens gar nicht so schlimm aus, wie man am Anfang gedacht hat. Wenn ihr hier viele fliegende Haare habt, einmal Haarspray drauf und nach unten mit der Hand drüber wischen, dann könnt ihr die fliegenden Haare noch mal ein bisschen mit Haarspray anpappen. So, und fertig sind eure perfekten Boxer Braids. Ich hoffe, ihr meistert die jetzt auch. Und wenn es dir gefallen hat, dann gib mir doch bitte einen Daumen nach oben. Tschüss!